weiter geht's mit Assassin's Creed und wir machen heute weiter, wie gesagt, mit dem nächsten Teil. Wir haben wieder ein weiteres Teilgebiet mitgenommen und zwar hier dieses Eckchen haben wir erobert. Viel haben wir nicht mehr in der City of London. Das ist unser großes Ziel, das wollen wir auf jeden Fall so schnell wie möglich noch erledigen. Ich glaube, es sind noch zwei Gebiete oder so, die wir noch für uns noch fehlen. Ich check mal gerade hier. So, den nehmen wir noch mit. Und dann sabotieren wir kurz noch die Alarmglocke. Blup. Und dann kann nichts mehr passieren. So, haben wir hier noch irgendwo eine Kiste, die mir hier gerade noch durch, abgehauen ist. Ach, die muss oben sein, ne? Wo ist denn die? Sie. Ah, oh, jetzt ist sie ganz oben. Oder was? Wo hab ich den jetzt hin? Warte mal. Ich check gerade ab. Da hinten ist er. Okay. Hab's ja schon. Nein, ich nehme sie. Nimm sie mit. Ja. Ja, wir haben nicht alle bisher geholt. Wir haben 10 von 65 jetzt in City of London. Ich habe, dann nehme ich die mit, gerne die Kisten, klar. So, was haben wir denn als nächstes? Wie gesagt, ich guck mal eben gerade eben noch wegen dem. Wegen dem Aussichtspunkt, den möchte ich gerne mitnehmen, bezüglich Schnellreise und alles um und dran. Da muss ich nicht immer so ewig viel fahren, klettern, wie auch immer. Weil ich ja der Kletterfreak bin. Jetzt sind wir, glaube ich, am Hauptbahnhof oder so ist das, ne? Also King's Cross und so. Müsste das eigentlich sein. Wie gesagt, den Checkpoint da oben nehmen wir noch schnell mit. Viel fehlt uns nicht mehr, ja, ist hier der Bahnhof, wie auch immer, Hauptbahnhof oder Main Station, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, gehen wir da hoch auf den Turm. Da hinten ist nämlich der Aussichtspunkt, den nehmen wir noch mit. Oh, wieso, also viel haben wir nämlich nicht mehr so zu tun, würde ich sagen. Also zumindest was Feindpräsenz anbetrifft, hier in London. Wieder ein weiteres. Eigentlich wollte es anders geplant. Jetzt gerade. Ich check mal gerade eben. Nee, nee. Das sind immer so Massenereignisse. Oder ist das, hat das damit zu tun? Ist das schon das nächste Ding, was wir machen müssen? Weil dann können wir das nämlich direkt an alles in einem Rutsch machen. Ja, das ist schon das nächste. Oder ist das die nächste Aufgabe schon? Nee, das ist hier. Nee, alles gut. Das ist keine Hauptmission. So, nehmen wir kurz eben den Checkpoint hier mit. Und dann synchronisieren wir uns jetzt den Schnellreisepunkt hier. Weil es dann wieder neue Dinge zu sehen gibt. Checkpoint hier, neue Kopfgeldjagd und. So, gucken wir uns das ganze Ding einfach mal an. Ja, viel ist es, dann ist es doch noch was Neues. Thomas Blackwood, das haben wir dann tatsächlich doch noch. Dann ist das tatsächlich sogar noch in der Nähe. Das ist das eine Templerjagd. Die uns noch bevorsteht. Leiche in der Nähe ist ein neues Grab werfen. Mal gucken wir mal. Dann identifizieren wir den Jungen mal einfach. Thomas Blackwood. Schade, ich kann kein Dings machen. Gehen wir kurz rüber. Das natürlich jetzt mitbekommen. That is a good.
Er hat es nicht mitbekommen, okay. Hat er nicht, ne? Hat er gar nicht, wirklich. So, jetzt will ich kurz das Ziel noch schnell. So, wo soll er jetzt hin? Ist das eigentlich egal? Nö, ist nicht egal. Wir nehmen einfach das gerade, was hier in der Ecke ist. Erledigt. Und tschüss. Nein, das ist auch ein Feind. Ach, wie gesagt, wir lassen die Feinde einfach Feinde sein. Verpiss uns mal hier schnell. Wir haben die Aufgabe schließlich erledigt. Wir haben den Zusatz erledigt. Wir mussten in einen Grab. So schwer war es jetzt auch nicht, muss ich sagen. War jetzt simpel. Aufgabe erledigt. Jawohl, ja. Nehmen wir alles mit. Und plupp. Geht das nächste Gebiet in unsere Jagd. Man will in nicht Bleiters, sondern Rooks heißen sie. Nächste Kopfgeldjagd. Und zwar habe You heißt der gute Kollege. Der wir haben weitere. Haben wir schon drei wieder? Oder haben wir. Achso. Ja. Fähigkeiten. Das war der Plan an der Sache. Zwei, ja. Das heißt, wir steigen jetzt wieder im Level auf. Und holen uns Level 7. So, auf jeden Fall machen wir jetzt heute noch eine zusätzliche Kopfgeldjagd hinterher. Weil wir ja noch ein bisschen was zu tun haben, weil wir noch ein bisschen Zeit haben und. Ja. Scheiße, wenn der Kaffee kalt ist. So. Weil wir unbedingt noch ein bisschen was arbeiten müssen. Weil wir ja unbedingt das nächste Teilgebiet von London mitnehmen wollen. Was haben wir dann als nächstes hier? AWU aufspüren. Das ist unser Ziel. Ziel Leben zurückbringen. Ich habe ihn schon gefunden, der Kollege, der unten der gelb angezeigt wird. Ja, ich habe das schon alles gefunden. Alles gut. Ja, das ist nicht schwer jetzt. Wir sind Level 7, wir sind Level 5. Das ist ein Scharfschütze, der macht mir jetzt gerade nicht viel. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Ich weiß, dass ich den Jungen jetzt getötet habe. Das ist mir in dem Moment auch ziemlich wurscht. Dann hole ich mir den einen da noch, der Fünfer, der noch da hinten steht. Ach, komm runter. Warte mal. Ja, komm runter. Komm runter, verdammt, Boden raus. Du sollst auf den Boden gehen, genau. Brauche ich nicht. Tschüss.
So, haben wir hier noch irgendwie eine Kiste, die ich jetzt gerade noch... Die ist da oben, ne? Ach, da hinten sind noch zwei. Okay, dann nehmen wir die Jungs auch noch mit. Dann gute Nacht. Und tschüss. Entschuldigung. Nehmen wir kurz hier den Hansel noch mit. Der muss ja auch noch... Den wollen wir denn? Den dahinter. Den nehmen wir mit. Ja, den hier. Den nehmen wir mit. Ah, es ist nur aus dem Gebiet gekommen. Okay. Und gehen wir lang? Gehen wir da lang. Und erledigt. Ach nee, wir müssen noch ein Fahrzeug erst gehen. Okay, warte mal. Ich tue mal den da reinsägen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn noch zwei, drei Leute hinterher kommen. Das tun sie aber nicht. Ja, dann lass mich bitte mal ganz kurz durch. Lass mich raten, das Spiel hängt sich jetzt aber wohl noch nicht. Och, ernsthaft. Sekunde.